Schatz! Ich kann das hier einfach komplett zerstören. Also die Häuser etc. sind zerstörbar. Und ich kann dann jetzt auch rein theoretisch wieder F1 drücken und sagen, okay... Da ist jemand! Oh Gott, oh Gott! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Fortnite. Wir spielen am heutigen Tag allerdings nicht den PvE-Modus, den kennen viele von euch sicherlich schon, sondern wir zocken den brandneuen PvP-Battle-Royale-Modus an. Und das Coole ist, ihr seht es schon, ab dem 26. September ist das Ganze als Free-to-Play-Titel kostenlos verfügbar. Dementsprechend geht ab unten in die Videobeschreibung, klickt auf den ersten Link, dort könnt ihr euch direkt schon einen Account erstellen und dann ab dem 26. loszocken. Wenn ihr besonders ungeduldig seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel das Gründerpaket holen. Da habt ihr dann auch direkt den PvE-Modus drin und dann könnt ihr direkt selber mal ein bisschen zocken. So, jetzt haben wir aber genug gelabert. Jetzt wird mal ein bisschen gespielt. Und da sind wir auch schon direkt in-game, meine Damen und Herren. Wir befinden uns gerade hier im Party-Bus, beziehungsweise im Battle-Bus. Die ersten Gegner springen auch schon runter. Ich werde für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Battle-Royale-Modus überhaupt ist, gleich noch ein bisschen was erklären. Ich drücke ganz kurz auf M. Da sehen wir einmal ganz kurz die Karte. Dort wird es gleich einen Kreis geben. In diese Zone müssen wir uns unbedingt bewegen. Aber jetzt geht es erstmal darum, einen richtigen Absprungpunkt zu wählen. Denn überall auf der Karte sind Waffen verteilt, man kann auch Fallen finden und die aufstellen, pipapo. Wir werden jetzt aber einfach mal irgendwo abspringen. Viele sind auch schon unten. Ich glaube sogar, dass es schon direkt den ersten erwischt hat. Komm, ach, wir springen einfach runter. Jetzt direkt hier im freien Fall. Gleich können wir mit der Leertaste den Hängegleiter aktivieren, beziehungsweise wird er auch automatisch aktiviert, wenn wir unten sind. Im Grunde genommen geht es einfach darum, als letzter Überlebender hier aus diesem Spielmodus hervorzugehen. Da geht schon direkt jemand runter. Jetzt ist natürlich die Frage, oh Mann, der wird wesentlich früher als wir unten ankommen. Da sind viele Leute. Wir sollten uns, ne, ich gehe vielleicht lieber da unten runter. Hier könnten wir, oh, da ist einer. Wir müssen wirklich alles daran setzen, dass sich hier gleich eine Waffe befindet, in diesem Haus. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Hier ist direkt eine. Zack. Schön eingesammelt. Es gibt die verschiedensten Waffen. Wir haben hier einerseits eine Pumpgun, eine Uzi. Hier haben wir jetzt noch eine Pumpgun. Okay. Mit ein bisschen Munition. Das wird jetzt ziemlich krass. Also wir sind zumindest nicht als erster draufgegangen. Da wird schon direkt geschossen. Also hier diese Häuser zum Beispiel sind komplett zerstörbar. Oh Mann, oh Mann. Bis dato sehe ich noch niemanden. Aber da in dem Haus wird sich auf jeden Fall jemand befinden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben jemanden! Unglaublich! Mit einem Schuss! Mit der Pumpgun! Das gibt es ja nicht! Also es ist wie gesagt, hier als Gewinner rauszugehen, ist ein bisschen schwer. Aber man bekommt halt super schnell schöne Erfolgserlebnisse, so wie das jetzt. Also ich bin ja auch nicht der absolute... Oh, warte, da ist ein Schildtrank. Den muss ich mir unbedingt holen. Denn wir sehen nicht nur da unsere AP-Anzeige, sondern ich kann jetzt auch hier... ein Schild aktivieren. Praktisch eine kleine Panzerung. Okay. Da haben wir aber super gut getroffen. Ist ganz ruhig. Oh, da ist sogar noch eine Rifle. Ich werde mal die hier mit tauschen. Jawohl. Munition nehme ich auch mit. Jetzt vorsichtig. Sollte ich vielleicht schon mal... Ich glaube, ich werde auch das andere Schild aktivieren. Dann habe ich direkt 100%. Oben rechts sehen wir... eine kleine Markierung. Ich drücke mal auf M. Da, in die Zone müssen wir rein. Ihr habt das gerade ganz kurz auf der Karte gesehen. Okay, hier vielleicht drin die Pumpgun. Metall. Ah, gute Ressource. Ich habe jetzt mal kurz, hoffentlich die Zeit, auch wenn es ein bisschen dumm ist, aber egal, euch zu zeigen. Zieht euch das rein. Batz! Ich kann das hier einfach komplett zerstören. Also die Häuser etc. sind zerstörbar. Und ich kann dann jetzt auch rein theoretisch wieder F1 drücken. Und sagen, okay. Da ist jemand! Oh Gott, oh Gott! Raus, 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 raus! Vorsichtig. Wo ist der? Einmal rum. Stirb doch! Er hat uns schon ganz gut erwischt. Vielleicht sollten wir mehr in die Distanz gehen. Okay, keine Munition mehr. Problematisch. Vielleicht sollten wir wieder den Häuserkampf wählen. Oh Gott. Ganz ruhig. Also, Action gibt es hier auf jeden Fall en masse. Oh Gott. Ganz ruhig. Ich weiß leider nicht, wie viel HP er hat. Er könnte sich auch jetzt hier, das ist eben das Coole, eine Leiter bauen, um mir in den Rücken zu fallen. Also so eine Treppe. Seht ihr da, wenn man auf F3 drückt.
Er wird jetzt kommen. Oh Mann, oh Mann. Komm, ich könnte natürlich hier zumachen. Und vielleicht einen Überraschungsmoment wagen. Jawohl! Yeah, sauber! Nice one. Er hat hier sogar noch. Ich werde mich mal direkt wieder hier rein, kurz verpieseln. Ich muss hier weg. Oh, perfekt. Ich hoffe mal, jetzt kommt hier nicht direkt schon wieder jemand. So, warte mal. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal schnappen. Ich glaube, die hat nämlich ein bisschen mehr Munition. Jawohl. Dann Fernkampf. Die tausche ich einfach mal hier mit. Okay. Sehr gut. Dann lasst uns mal weiterziehen. Wir müssen hier nämlich Richtung Süden. Alter Falter. Mega cool. Das war bis dato echt gar nicht so schlecht. Da haben wir auch, glaube ich, ganz gut den Überraschungsmoment. Er hat natürlich gesehen, wo wir da rausgekommen sind. Aber wir konnten ihn dann schön wegflexen. Hier sehen wir noch ein bisschen Stein. Okay, was haben wir hier? Eine Pistole brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Oh, das ist... Wir sind natürlich... Okay, jetzt nehmen wir lieber die. Jawohl, direkt den nächsten. Direkt den nächsten mit einem schönen Header. Munition. Da ist auch der Rest runtergefallen. Da gehen wir mal schnell nach unten. Switchen das einfach mal mit der Uzi. Ein Verband ist wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Da sehe ich doch auch noch ganz andere Waffen. Da sehe ich Raketenmunition. Tausche ich mal hier mit dem. Okay. Ich möchte jetzt auch nicht weiter hier bleiben. Oh, das ist sogar eine Granate. Okay. Ich die Granate nehme ich einfach mal mit. Wir müssen uns jetzt nämlich weiter bewegen. Alter Falter, 3 Kills! Okay. Alles gut. Okay, vielleicht ein bisschen leiser bewegen. Wir sind auf jeden Fall in der Zone. Das ist gut, weil es gibt halt diesen Sturm, der versucht uns fertig zu machen. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Normalerweise macht man halt immer auch die Türen wieder zu, damit man keine Spuren hinterlässt. Da sehen wir jetzt oben rechts, das Blaue zieht sich zusammen. Das Auge des Sturms wird... Da vorne ist jemand. Schön immer. Ich erwische ihn. Oh Gott, jetzt kriege ich aber richtig Schaden. Kurz mal hier rein. Vielleicht ein bisschen verbinden. Zack. Wo ist der Typ hin? Der weiß jetzt natürlich, wo wir sind. Und wird vielleicht eine andere Route gehen. Ich gehe mal hier runter. Ganz ruhig. Jeder Schritt... Kann natürlich hier der letzte von einem sein. Weil hinter jeder Ecke kann letztlich unser Tod lauern. Ich werde mich nochmal kurz verbinden. Ich höre auf jeden Fall, dass sich jemand bewegt. Ich kann ihn nicht lokalisieren. Ist jemand? Oh Gott, es gibt Schüsse. Ich habe das jetzt hier einfach mal zugemacht. Dann höre ich wenigstens hier einmal rum. Es gibt eben auch einen Tag-Nacht-Wechsel. Das habt ihr jetzt sicherlich auch gerade mitbekommen. Ich weiß nicht. Nee, ich werde nicht beschossen. Ich kann aber niemanden ausfindig machen. Da vorne ist noch Munition. Ich weiß aber nicht, von was für einer Waffe. Ich renne da jetzt einfach mal hin. Ich muss auch bald weiter. Was ist das? Okay, hier sind wieder Raketen. Wow, wow. Nein, das wird mein... Nein! Ah, schade! Da hat er mich mit der Pumpgun hat er mich weggeflext. Alter Falter. Oh, und... Oh, da hat... Jetzt seht ihr das zum Beispiel. Das ist das perfekte Beispiel. Er muss jetzt unbedingt wieder in diesen Kreis rein. Er verliert da unten HP. Und wenn er das nicht schnell genug schafft, dann hat er nämlich ganz, ganz große Probleme. Ihr seht schon, er verliert jetzt hier die ganze Zeit... ordentlich HP. Jetzt verbindet er sich zum Beispiel, weil er noch ein bisschen was hat, weil ansonsten ist er halt einfach weg. Es geht natürlich auch viel um Timing, rechtzeitig von A nach B zu kommen und sich nicht irgendwo zu verschanzen, weil dieses Spielprinzip macht das Campen halt auch ein bisschen schwieriger. Er hat nur noch 48. Der wird das nicht überleben. Er muss nach da vorne. Ich weiß nicht, wie viele Verbände er noch hat. Er verbindet sich jetzt nochmal. Er versucht jetzt hier wirklich gerade alles. Er verbindet sich wieder. Ist wieder bei 45. Wie viele Verbände hat er denn? Er muss nicht mehr weit. Da vorne ist es. Er verbindet sich nochmal. Das tickt viel zu schnell runter mittlerweile. Es wird auch gerade schon wieder Tag. Jetzt hat er doch wieder 48.
Wenn ihm jetzt die Verbände ausgehen, hat er verloren. Nein, er hat noch einen Verband. Und noch einen? Der hat bestimmt jetzt schon locker 10 Verbände benutzt. Er wird's schaffen. Er wird's tatsächlich überleben. Wow, hat der ein Glück gehabt. Und Diet geht wieder weiter zurück. Das ist doch unglaublich. Jetzt muss er wieder rennen. Immer noch der Typ, der uns eliminiert hat, hat jetzt hier ganz, ganz große Probleme. Und da ist ein Gegner. Und er eliminiert den Gegner. Ich glaube, der ist schon wirklich ziemlich, ziemlich gut. Alter Schwede, das war doch eine ziemlich nice Runde. Falls ihr selber Bock habt, einfach mal den Battle Royale Modus zu zocken. Denn das könnt ihr ab dem 26. Denn dann ist der ganze Schlüssel als Free-to-Play-Titel kostenlos erhältlich. Da geht direkt oben in die Videobeschreibung, klickt den Link an, macht euch einen Account und zockt dann ab dem 26. selber einfach mal hier locker flockig im Battle Royale Modus. Oder, wenn ihr es gar nicht mehr abwarten könnt, gönnt euch generell Fortnite den PvE-Modus, dann könnt ihr nämlich sofort schon ein wenig Battle Royale zocken. So Leute, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag, lasst eine Bewertung da. Vielen, vielen Dank auch an die Leute von Fortnite für die Zusammenarbeit und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, ciao, ciao!